diese. Okay. Feinde auf beiden Ebenen. Diese Vorstellung, diese Halluzination, die sind aber auch geil gemacht. Das muss man schon sagen, dass der Schwarmverstand, beziehungsweise dieser komische weiße Baum oder Eisbaum oder wie auch immer das nochmal genannt wird, dass das so au. Ich wollte eigentlich gerade was einsammeln. Fickt euch. Benutze die Konsole und bring mich ins System. Hier war doch gerade irgendwas. Ja, hier war doch eben gerade irgendwas, was ich einsammeln konnte. Es ist doch aufgeploppt, Mann. Oder nicht? Ja gut, dann halt nicht. Ja, dann tue ich halt die Konsole hacken. Mein Gott. Jetzt bin ich stinkig. Jetzt bin ich mad, weil ich das nicht halt gesehen habe. Kalil, bin drin. Kane. Okay. Wie wäre es, wenn du aufhörst, vor Kalil anzugeben und jetzt nach Taylor suchst? Konzentrier dich, Hendrix. Da ist jetzt wieder diese komische Schnee, was wir halt alles so schon gesehen haben, durchlebt haben. Durch Paul. Hab ihn. Taylor wird in Zellenblock 7 auf Ebene 90 festgehalten. Okay. Warum ist das jetzt so? Er könnte ohne Probleme von dort entkommen. Wieso bleibt er? Was ist dein Plan? Scheiße. Kann er? Kann es uns sehen? Ich weiß nicht, wie viel vom echten Taylor übrig ist. Sein Gehirn ist hinüber. Das sieht so geil aus. Das haben wir aber ja schon durchlebt durch Hall. Aber da haben wir auch gespielt, diese Erinnerung. Ich frage mich, was der Zweite Weltkrieg und diese 100.000 Rahmen damit zu tun haben. Durchbruch! Kane, was? Wo? Ach da. 30 Sekunden, haltet durch. Eins. Zwei. Oh, ich verpiss mich. Oh Mann! Warum wurde ich denn eben so langsam? Ja, ich verpiss mich gleich nach oben. Durchbruch! So, zack. Kane, easy. Würdest du diese Systeme abschalten? Komm ich da nicht rüber? Sekunden, durch. Ja, mein Gott. Mach ich das halt so. Fertig. Darwin Raps. Ich verstehe nicht, warum mein Dingens da schon hier aus ist. Achso, weil ich gestorben. Nee. Doch, klar, weil ich gestorben bin, glaube ich. Oder wegen der Cutscene. Netzwerk wurde zerstört. Sie sind dran. Luftunterstützung auf dem Weg. Halt die Fresse. Das ist aber eine gute... Ich weiß nicht, wer das eben gesagt hat, ob das unser Typ Feuer gesagt einstellen. Hat. Ägyptische Truppen seilen sich ab. Ich schieße da trotzdem rein. Mir egal. Ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich keine Ahnung, ob unser Typ da gesagt hat oder ob das Hendrix gesagt hat. Und zwar... das mit dem Sehen. Ach, du bist eine von uns. Der mäht auf jeden Fall erstmal jetzt nieder. Ob, weil wir haben ja so einen Schwarmverstand drin. Kann er uns, weil der kontrolliert ja alle, kann der uns wirklich eventuell unsere Situation sehen aus unseren Augen und dadurch Taylor beispielsweise schon wieder an der Steuern? Das wäre eine Sache. Ich hoffe mal, das wird noch geklärt. Daher, ob... Okay, Kane. Zurück zur Sache. Wie kommen wir am schnellsten zu Taylor? Der Laden fährt rauf in den 90. Stock. Er fährt zum Inhaftierungsbereich. Achte auf Hendrix. Er steht neben sich. Okay. Die armen Schweine. Gegen das gesamte NRC kämpfen? Die glauben wohl wirklich, dass sie eine Chance hätten. Es gibt immer eine Chance. In 6 Monaten... erleben Sie eine neue Welle der Unterdrückung. Ich sag's euch. Okay. Hier müssen wir wohl raus. Ja. Wo sind wir? Folgt der Markierung. Oh, oh. Sie führt direkt zum Zellenblock. Taylor muss dort sein. Verstanden. Wir sind unterwegs. Die da hinten gefallen mir nicht. Vor allem, ich verstehe auch nicht. Ja gut, hier ist auch... Ja gut, hier ist viel zum Laden. Und was Grafik beansprucht. Aber, dass ich hier nur... Na gut... Konstante 72 FPS.
habe, ist... Ja gut, ist okay. Ich hatte nämlich so eine Erinnerung, dass ich vielleicht noch ein paar mehr hatte. Aber hey, ich habe konstante 72... Wirklich? 72 FPS? Passt schon. Kann man auf jeden Fall so mit hinnehmen. Ja. Gut. Ich habe schon wieder die leichte Befürchtung, dass ich irgendwie durch eine Granate sterbe. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach nur so eine Vermutung. Ui, die ich habe. Und meine Nase juckt. Die ich habe. Weil ich in solchen Spielen, wenn irgendwie Granaten vorkommen, ich durch eine Granate sterbe. Entweder, weil ich die selber schmeiß und die irgendwo abprallt und ich dann sterbe. Oder weil die Gegner halt einfach zu viel Granaten schmeißen und ich nicht mehr rechtzeitig wegkomme. Oder durch einen Raketenwerf. Raps, komm rein! Oh. Na komm her. Reicht? Ja. Okay, 7 Schuss brauchen Rap. Raps, glaube ich, sind die bloß die Mehrzahl, ne? Kann das sein? Sterb! Nein! Sterb! Sterb! Tod oder Leben! Tod oder Leben! Okay, das war eine Wand. Tod, tot. Ach! Komm schon, Hendrix. Ich würde ganz gerne die Razorback nochmal nachladen. Komm ich da oben hoch? Tod oder Leben! Tod oder Leben! Tod oder Leben! Tod! Scheiße, ich habe verloren das Spiel. Fuck! Och nö! Aber diesmal bin ich vorbereitet. Penne. Nein. Warum sind die so stark bepanzert? Das hört sich definitiv nicht gut an. Okay, der ist tot. Der ist definitiv tot. Der hilft nicht mehr. Auch noch nicht mehr. Ui, Nadel und Faden. Das ist natürlich sehr geil, dass ich hier drauf stehen kann. Wuhu! Ja, genau. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Aber ich glaube hier sogar... Oh, eine recht gute Position. Ich werde mal ein paar Granaten draufschmeißen. Na, scheiße. Das war knapp. Da hat man gerade die Rakete... Wow, die Rakete an meinen Kopf vorbeifliegen sehen. Au. So. Sterbt doch jetzt mal. Geh doch mal kaputt. Okay, die Einzelteile fliegen auf jeden Fall schon mal. Das heißt, er ist kaputt. Jawohl. Fick dich. Sterb. Ich weiß nicht, ob der tot ist. Natürlich lebt er noch. Okay. Ich glaube, die Granate ist runtergefallen. Kann das sein? Ich habe trotzdem nur Angst, hier irgendwie weiterzugehen. Egal, tot oder leben. Scheiß drauf. Ich brauche die Munitionskiste. Blick dich hin. Weg. Tod oder Leben, tot oder Leben, tot oder Leben. Ebenfalls. Nochmal. Uiuiuiui. Es sieht aber soweit gut aus. Was ist denn eine Dingo? Was? Wo? Hä? Die lag doch irgendwo. Was ist denn eine Dingo? Da. Da. Was ist denn das? Ist nützlich. Sieht auf jeden Fall... Ach so, das ist ein... Stimmt, das ist ein LMG. Ist nützlich. Kann man definitiv... Nein. Genau, wenn ich nachlade. Ist definitiv nützlich. Vor allem gegen euch, Penner. Bin ich zwar recht langsam, weil das Ding keinen Schaft hat, aber hey. 480 Schuss. Glaub mir, das wissen wir. Wie geil ist das denn? Rambo... Ja, geil, ich kann Rambo spielen. Also so behindert, dass man halt mit... Geh kaputt. Uno Momento. Na, ja doch. Ist an. Kernfeuer. Müsste auch da hinten eigentlich kaputt gehen, oder nicht? Egal. Nein. Ich hab noch genug. Ja, das ist so eine... Der hat den Zugriff auf die Türen blockiert. Versuche es auf einem anderen Weg. Nein, nein, nein. Tot. Es ist so scheiße, wenn man halt es gewohnt ist, mit dem Schaft umherzurennen, dann kann man sich ja schnell bewegen, ne? Aber wenn man dann so eine Waffe hat, wo dann kein Schaft ist und du einfach da so lang schleißt, wie eine Schnecke. Nee, gar nicht. Schnecke ist sogar noch ein Kompliment dagegen. Die Schnecke ist dagegen sogar wirklich noch viel schneller.
Nein, die 49 Schuss passen. Taylor hat den Zugriff auf die Türen blockiert. Versuche es auf einem anderen Weg. Das war ein Headshot. Au. Ein paar Sekunden noch. Dich kann ich aber kaputt machen. Nein. Ohne Zugang Kernfeuer gewährt. Geht's nicht. Verstanden, ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Ich hoffe es mal. Es ist auf jeden Fall ein Argument. Die Dingo. Warum steht da automatisch? Kriege ich da noch eine unautomatische? Hey, fick dich. Flankieren ist nicht, Kollege. Oh, das ist Henrix. Hoppala. Der ist tot. Munitionskiste brauche ich nicht. Tschüss. Naja, gut. Aber immerhin. Nein, nicht tot. Nein, ich spiele jetzt. Ne. Ich spiele jetzt nicht tot und tot oder leben. Ich entspanne mich jetzt ganz kurz und warte, bis ich komplett aufgeladen bin. Die halten aber auch viel aus, ne? Ich krieg gerade 100.000 Hitmarke. Ich habe da jetzt 80 Schuss raufgeballert. Na gut, 10 oder so waren wasted. Sagen wir 20 waren wasted, weil die ein paar davor daneben ging. Aber trotzdem. Nachladen. Und hopp. Da soll ich hingehen. Ist das ein Aufzug oder ist das Taylors Zelle? Sieht nach... Henrix, nur mach hier bei Fuß hier. Da musst du hin. Ja, geht doch. Taylor ist durch die Tür. Los! Tür. Jetzt Tür. Hi. Taylor! Was geht? Taylor, gib auf. Gib auf, John. Es ist vorbei. Komm schon. Du kennst mich. Henrix. Ja. Genau, Bruder. Bist du da drin, John? Hörst du mich? Ihr versteht das nicht. Ich bringe uns heim. In Sicherheit. Ihr seid sicher. Sicher? Was ist denn sicher? Was soll das heißen? John! John, geh nicht! Was ist ein vereister Wald? Roboter kompromittiert. Taylor kontrolliert sie. Sie explodieren gleich. Okay. Habt ihr auf die Augen mal geachtet? NLC-Roboter drehen durch. Taylor ist mit dem Kollektivbewusstsein verbunden und kontrolliert sie. Ja, oder Kollektivbewusstsein. Okay, wo kommst du denn her? Ja, Kollektivbewusstsein, wie auch immer. Ah, ui. Aber habt ihr mal auf die Augen geachtet? Von Taylor? Die waren zwar blau, aber hatten so einen komischen Schein nachher drin. Einen ganz komischen Schimmer. Wo er halt die... Ich hab keine Ahnung. Du weißt, wo wir hingehen. Wohin? Wohin gehen wir? Stell dir einen verwaisten Wald vor. Taylor. Das bist nicht du. Was in deinem Kopf ist, bist du nicht. Du kannst dagegen kämpfen. Unser Verstand ist verbunden. Ich weiß, was passiert. Taylor, bist du da? Taylor! Okay. Aber wie das jetzt komplett die Form annimmt von dem... Kane, wo ist er? Ziel gesichtet. Überquert die Hochbrücke zu Turm 2. Warte. Hey, Kane. Irgendeine Idee? Diese Tür bringt euch hoch. So geht's auch. Also los. Okay. Gehen wir halt oben rein. Haut rein. Der Sandsturm trifft wohl in weniger als 10 Minuten ein. Wie, jetzt noch ein Sandsturm oder was? Der Eissturm, den wir dauerhaft vor uns sehen, der reicht doch schon. Nein, 31 Schuss reichen noch. Definitiv. So, wir machen das Ding jetzt mal wieder an. Dann sehe ich die Gegner wenigstens noch ein bisschen besser. Mal nachladen. So, der kommt mal noch. Ich höre schon wieder Raps, Mann.
Ich weiß nicht, ob ich wirklich schon irgendwie Verfolgungswahn von den Dingern kriege oder so. Auf jeden Fall höre ich sehr, sehr oft hier die Raps umherfahren. Au, 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 au. Ich höre überhaupt nicht deinen Klang deiner Stimme, Penne. Ich lebe nämlich noch. Ha! Hast nicht mit gerechnet, ne? Ich mir ehrlich gesagt auch nicht. Dass ich das überlebe. Ja, ich soll da oben hoch. Munikiste. Nehmen wir einfach mal mit. Das ist Henrix. Taylor ist in Turm 2. Das NRC hat eine Waffenkammer draus gemacht. Mit Landeplattformen auf dem Dach. Ja, mach auf. Achso. Räumen Sie die Trümmer.